Willkommen zu der allerersten Folge von dem Vive la France DLC für den Euro Truck Simulator 2. Gestern war es dann soweit, das Jute-Ding wurde veröffentlicht. Wir zeigen euch heute die allererste Folge, wie schon gesagt. Und ja, 20 neue, wunderschöne Städte wurden durch dieses Add-on hinzugefügt, beziehungsweise durch das DLC. Und das sind über 20.000 Kilometer, beziehungsweise da steht jetzt nahezu, müssen wir ja aufpassen, ne? Ja, ich bin echt gespannt. Lasst uns mal auf die Karte schauen. Ihr seht das schon, Paris habe ich schon angefahren. Also einige Städte, so die Standardstädte, die auch im Standardspiel dabei sind, bin ich schon angefahren. Aber ihr seht schon, es ist echt groß. Also ich muss sagen, so groß hätte ich das nicht in Erinnerung. Aber da sind ja auch so kleine Dörfer bei, die darf man natürlich auch nicht vergessen. Guck mal, ganz bekannte Städte, nehmen wir mal Bordeaux, Toulouse, Marseille. Also es ist schon echt cool. Ihr seht schon, ich habe einen Auftrag angenommen, nämlich nach Brest und wir stehen in Calais. Und ich dachte mir, wir nehmen mal einfach mal diese Strecke an oder die Tour an, weil das Ganze doch, ja, eine coole Strecke ist. Ich dachte, wir machen uns erstmal eine Folge heute, dass wir erstmal einen kleinen Einblick bekommen, was kann das DLC, sehen wir schon starke Veränderungen, was sagt ihr zu dem DLC, sagt ihr top? Oder sagt ihr Flop? Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Kostet, um die 20 Euro. Jetzt bei GamesPlanet 15,99. Wie immer, Link dazu in der Videobeschreibung. Aber das brauche ich auch nicht sagen. Ihr kennt das ja mittlerweile. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an. Ich habe hier, genau, was habe ich denn hier dran überhaupt? Dosenthunfisch, 18 Tonnen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das auch neu ist, diese Fracht. Weil es sind ja auch neue Frachten dazugekommen. Wie gesagt, neue Firmen und so weiter und so fort. Aber das werden wir dann noch sehen. Ich würde sagen, wir starten erstmal hier aus Calais. Starten den Motor. Ich habe schon eine Weihnachtslackierung drauf. Ich weiß gar nicht, ist euch das aufgefallen? Und ich habe mir mein Volvo wieder rausgekramt. Ja, ich hoffe, euch gefällt der Truck. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Und genießen die Fahrt. Also wir sind jetzt noch in Calais. Also das ist jetzt nichts Neues. Aber Fernlicht brauchen wir jetzt auch nicht. Und dann fahren wir einfach mal los. Es sind schon einige Kilometer zu Beginn hier. Aber ich dachte, komm, es gibt nichts Besseres. Ich hatte keine bessere Fracht. Ich bin so oft schlafen gegangen. Aber habe ich gedacht, komm, machen wir das, Leute. Machen wir das. Ich habe ja auch Bock. Ich habe ja auch Bock. Und man sieht ja immer. Also, man muss echt sagen. Also, SES-Software hat es wirklich drauf. Also, was die PR-Abteilung so auch angeht. Weil es werden einfach regelmäßig neue, ja, Inhalte gezeigt. Dann wieder neue Paintjobs veröffentlicht, die dann angekündigt werden. Oder, ne, eine Ankündigung, dass sie veröffentlicht wurden. Und es wurden so viele Screenshots zum DLC veröffentlicht. Wobei man auch sagen muss, wir haben schon etwas länger darauf gewartet, auf dieses DLC. Aber da muss man ja sagen, ey, man muss einfach den Entwicklern die Zeit geben. Und jetzt ist es dann soweit. Und das freut mich ja auch irgendwie, ne? Und wir hoffen dann auch, dass keine Fehler drin sind. Beziehungsweise möglichst keine Fehler, weil, ne, wenn Fehler auftreten, sind wir ja nicht so kritisch da. Da sagen wir einfach mal, ne? Wird sicherlich verbessert oder behoben. Aber wie gesagt, ich denke, ich bin da ganz positiv gestrickt. So, ja, ich habe eigentlich gar nicht so viel verändert. Doch, ich habe meine Trucks jetzt so ein bisschen weihnachtlich umlackiert, habe ich ja schon gesagt. Zum Beispiel diesen Volvo. Dann hier drin auch so, ja, guck mal, so ein Nikolaus. Weil heute ist ja auch ein Nikolaus, Leute. Schwarzmüller-Tasse habe ich mir reingestellt. Habe ich mir gedacht, komm, gönnst du dir mal. Echt cool. Also ich bin echt gespannt, was uns gleich erwarten wird. Ob wir schon direkt so den Unterschied zwischen, ja, zwischen Alt-ETS-2. Oh, wir werden gleich mal hier geblitzt. Zwischen Alt-ETS-2 und, sag ich mal, Neu-ETS-2 sehen werden. Oder ob das ja hier so angepasst wurde. Wobei, man hat es ja schon mal im Scandinavian-DLC gesehen, dass es schon richtig cool aussah. Und dass sie, ja, so immer detailreicher werden.
Und das Entwicklerteam, das wird ja auch immer vergrößert. Und dann hat noch der eine Idee und der andere auch nochmal. Und ja, ich kann mir vorstellen, das ist, also, wahrscheinlich sitzt er schon wieder am neuen DLC dran und arbeiten an einer neuen Erweiterung. Ich, feiere einfach nur dieses Spiel, weil es einfach so, es ist schon ein paar Jahre auf dem Markt, aber es wird weiterentwickelt. Und das ist einfach sehr, sehr cool. Es wird auf die Community gehört. Zum Beispiel das mit dieser Public Beta. Auch das ist einfach mal richtig, richtig genial, dass die Community damit einbezogen wird. Und das, man muss auch sagen, es ist ja nicht so, dass SCS-Software die Leute zwingt, das zu testen. Es ist ein Angebot, ne? Man kann das bei Steam aktivieren dann. Und es wurde jetzt natürlich auch ein neues Update veröffentlicht, noch ein paar Tage her, genau. Aber boah, ich glaube, ich habe länger nicht mal ETS gespielt. Merkt man das? Ist so viel am Blubbern. Aber irgendwie muss ich sagen, ich freue mich irgendwie. Ich freue mich richtig auf dieses DLC. Ich habe schon hingefiebert. Und ich muss sagen, Leute, ich habe sogar Weihnachtsmusik drin. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon anmachen sollten. Ob ich euch noch ein paar Fakten dazu erzählen soll zu diesem DLC. Ich muss auch erstmal reinkommen wieder ins Spiel. Weil, ja, wie viele Wochen? Ja, so ein paar Wochen sind es jetzt her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Weil man nimmt ja da auch immer so ein bisschen im Voraus auf, dass dann, ja, möglichst gleichmäßig die Folgen verteilt kommen. Ich weiß auch noch nicht, wo ich dieses Projekt so einstufen möchte. Ob das dann wieder Discover the World ist oder ob ein eigenständiges Projekt. Ich weiß es noch nicht. Also, muss ich mir noch überlegen. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt die nächsten Tage, die nächsten Stunden hier in diesem Gebiet verbringen. Kann auch sein, dass wir das Ganze im Multiplayer spielen werden, weil das wird sogar schon im Multiplayer unterstützt. Also Truckers MP heißt es ja, unterstützt das Ganze schon. Also es ging sowas von schnell. Und ja, muss man einfach sagen, das ist einfach, also Multiplayer, also ich kann es immer wieder sagen, richtig, richtig cool. Also diese Entwicklung, also ich war von Anfang an dabei. Damals war es noch alles so buggy und heutzutage, muss man sagen, läuft. Richtig, richtig cool geworden. Und ja, wollen wir auch da schauen, was die Zukunft so bringt. Und die Frage ist ja auch, wann wird SCS Software diesen Multiplayer-Modus hier einbauen? Also ich glaube, sie hatten es mal irgendwann, also irgendwann für die Zukunft geplant, aber ne, wann ist immer so eine Frage. Ach ja, boah, Leute. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir schon... Nee, sind wir noch nicht, oder? Ich würde sagen, wir sind noch nicht. Also, oder? Genau, an den Mausstationen erkennt man es auch, weil die sind teilweise elektronisch. Wobei, das ist in Skandinavien noch anders. Da kann man ja richtig durch... ja, einfach richtig mit Karacho durchfahren. Aber... hier muss man langsam ranfahren und dann öffnet sich das... Ach, guck mal. Ah, das meine ich. Also das ist schon neu. Dass man halt nicht anhalten muss und dann Enter drücken muss, sag ich jetzt mal. Man kann einfach langsam ranfahren, dann öffnet sich das Ganze und dann kann man durchfahren. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber zumindest war es bei dieser Mautstelle. Und so ist das. Die Jungs haben das DLC schon im Livestream ausprobiert. Habe ich auch kurz reingeschaut und hat mir gefallen. Da habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt musst du selber eine Runde spielen. Was ist denn hier los? Ah, geht schon wieder los hier. In Frankreich ist ja auch mal so viel Verkehr. Also wir sind da mal mit dem Bus hergefahren. Das war dann, ja, Klassenfahrt kann man ja sagen. Und, boah, da war richtig viel Verkehr. Also es ist, also abends auch, wenn diese Mautstellen beleuchtet sind, wow. Und, die sind ja auch, ja, sehr gut geschützt, kann man sagen. Ist ja sehr gut geschützt, also es stehen schon sehr viele Polizisten rum oder ich weiß gar nicht, wie es in Frankreich heißt. Was ich auch erst überlegt habe, ob ich die Begrüßung auf Französisch machen soll, weil ich das in der Schule habe, aber ich habe gedacht, nee, komm, wir machen es ganz normal auf Deutsch, wir sind ja ein deutscher Kanal und bevor ich da noch einen Fehler einbaue, lassen wir das mal. So. Was gibt es sonst Neues? Ich habe hier einfach mal die Beschreibung links neben mir geöffnet. Übrigens vielen, vielen Dank an Astragon, die uns hier tatsächlich ein Pressemuster zur Verfügung gestellt haben, beziehungsweise eine Box-Version.
Und jetzt schaue ich gerade einfach mal. Genau. Abwechslungsreiches Straßennetz. Am Straßennetz haben sie wohl auch noch einiges gemacht. Also, wenn man den Blog so immer verfolgt, dann ist das schon sehr interessant. Und es macht einfach Lust auf mehr, wenn man das liest. Und ich kann da wirklich nur die PR-Abteilung oder allgemein das Team von SCS Software loben. Das ist echt richtig coole Arbeit, was die da machen. Und ja, wenn ich das sehe, da feiert die Community das auch. Beziehungsweise ich bin ja auch ein Teil der Community, der ATS2-Community, beziehungsweise ATS-Community oder sonstige Spiele, die SCS Software gemacht hat oder macht. So. Guck, da sehen wir schon so ein, wie nennt man das? Autobahnkreuz, genau. Genau. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen so, ja, ein bisschen mehr heller so, so ein bisschen mehr Pep drin, kann man sagen. Aufgepäppelt. So, ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge die Musik an. Diese Folge entspannen wir nochmal, beziehungsweise eigentlich entspanne ich immer. Also bei allen Spielen, ich finde es immer wichtig, dass man ein Spiel spielt oder ein DLC ausprobiert oder was auch immer, ne, wenn man daran Spaß hat. Natürlich, man testet Spiele oder manche Spiele und sagt dann, oh nee, doch nicht, also ist doch nichts. Guckt euch mal den Nikolaus an. Der wackelt ja. Ja, der freut sich, heute ist ja Nikolaus, ne? ja. Und ach, das ist schon cool. Guckt euch mal die Berge da an. Oder, ja, Hügel. Sag ich jetzt mal, Hügel. Was haben wir hier? Also, ihr kennt das, ne? Außenperspektive ist nicht so. Ach, guck mal. Da geht auch eine Straße her. Wo sind wir denn gerade? Wird mich einfach mal interessieren. Ich mach einfach mal kurz. Oh, hier. Genau. Och, boah, wir sind ja gerade erstmal da. Okay. Es ist schon echt groß. Aber wenn man immer ranzoomt, ihr seht das. Diese Landstraßen sind dann noch. Ist echt schon krass. Auch so verschnörkelt so, ne? Das sieht schon richtig cool aus. Und halt die Firmen, also Lisette Logistics, Batisse. Ich kann euch das auch nochmal ganz kurz zeigen. Wir fahren mal weiter, wo wir hin müssen. Wir fahren jetzt, ja, für Trado. Also das kennen wir ja schon, die Firma. Und halt Dosenthunfisch, habe ich ja schon gesagt. 18 Tonnen. Also ziemlich, ziemlich cool. Also mit dem letzten Update jetzt für den ETS2 kam auch einiges Neues dazu. Zum Beispiel diese Suchleiste im Shop. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt was sagt. Wahrscheinlich, ja, schon. Vielleicht auch eher nicht, wenn ich das nicht so interessiert. Dann Getriebe. Ich meine Getriebe. Waren es Getriebe? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall irgendwas kam da noch zu. Ja, ansonsten einfach mal, wie gesagt, im Blog bei SCS Software vorbeischauen. Die Jungs haben da alles super aufgelistet. Ihr könnt nach den Beiträgen suchen. So. Ja, was natürlich immer so ein Punkt ist, wie ist das mit dem Preis? Also sagt ihr, das ist gerechtfertigt? Das ist halt immer das, ja, Problem. Da fragt man sich immer, ist das jetzt gerechtfertigt? Ja, diese 20 Euro oder jetzt bei Games Planet 16 Euro. Ist das gerechtfertigt oder ist es nicht gerechtfertigt? Ja, das, ja, muss halt jeder selbst für dich entscheiden. Also, da gibt es durchaus verschiedene Perspektiven. Aber ich muss sagen, ja, oder ich kann da noch gar nichts zu sagen, weil ich bin gerade erst angefangen. Aber bei dem Scandinavian DLC, ich meine, ich weiß gar nicht, war das da auch ungefähr so, ne? Doch, das, ich würde sagen, hat sich schon gelohnt. Und sind wir jetzt mal ganz ehrlich, würde das DLC mehr kosten, würden die Leute sich das auch kaufen? Also,
Ne? Ich meine, es gibt Mods, ja, aber irgendwie, die Leute kaufen sich trotzdem. Und, weil die vielleicht auch wissen, was die Guys von SCS-Server für eine Qualität liefern. Und, oh Gott, ich weiß jetzt schon, ach du Scheiße, du bist so ein Entwickler-Fan. Nein, Leute, bin ich nicht. Also, ja, ich finde auf jeden Fall richtig cool, was die Leute von SCS-Software da machen, aber auch allgemein, ne? Also nicht nur das Team, es gibt so viele andere, die richtig tolle Arbeit leisten. Und man muss auch mal Leute loben, Leute. Also, ne? Ich finde es ja auch cool, dass ihr Kommentare schreibt oder Feedback da lasst. Aber man muss auch sagen, man kann sich immer über die Preise streiten, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Man weiß aber auch nie, ja, was für Probleme waren da noch oder ja, was für ein Aufwand steckt da wirklich hinter, sowas zu produzieren. Das sind halt immer verschiedene, ja, Punkte, die man da beachten sollte. Was ist das hier? Fuß? Ist das hier Radweg gleichzeitig? Habe ich das richtig gesehen? Das ist ja viel zu gefährlich, oder? Tatsächlich. Ja, Traktor auch. Habe ich doch... Ey, das ist ja mal sowas von gefährlich. Sind die denn verrückt? Okay. Das ist ja echt krass. Ja, wie gesagt, eigentlich wollte ich heute nur eine ganz kleine Tour fahren. Aber ich dachte mir jetzt, komm. Hast nichts Besseres, hast ein bisschen Zeit, machste. Machste, zieh mal das über ein paar Folgen, beziehungsweise, ja, vielleicht auch nur zwei Folgen, ich weiß es nicht. Ist halt, schwer abschätzbar. Guck mal, da haben wir auch hier, was haben wir hier? Ist das auch neu, diese Tankstelle? Mal schauen, was haben wir hier? Echo. Ich will jetzt nicht Falsches sagen. Schreibt mal in die Kommentare, würde ich so vorschlagen. Ja, Leute. Ich würde jetzt aber gerne an dieser Stelle erstmal Feierabend machen. Weil die Folge muss ja auch noch, ihr kennt das ja, verarbeitet werden und so weiter und so fort und hochgeladen werden. Und dann habe ich jetzt gesagt, komm, wir machen mal eine Folge. Dann mache ich die erstmal fertig und dann fahren wir hier gemütlich weiter. Und dann habe ich ja vielleicht schon euer Feedback. Komm, wir bleiben hier einfach mal stehen. Und macht, ach komm, Motor, ja Motor. Ja komm, machen wir ganz kurz aus. Die sehen erst, wie wir stehen. Okay, ich mache auch noch Warnblinker an, Leute. Ich mache echt noch Warnblinker an. Ja. So, jetzt. Ja, also, eure erste Meinung zum DC. Wie sieht es mit dem Preis aus? Was meint ihr so? Ich meine, wir sind jetzt nicht so viel gefahren. Wir fahren viel Innenperspektive, muss ich auch sagen. Aber ich finde, da kann man auch noch schon ein paar Dinge sehen. Und was sagt ihr zu der Lackierung? Finde ich auch ganz cool. Ja, wobei, ich habe jetzt natürlich auch einen Trailer erwischt. Oh, was haben wir da denn? Sieht aus, als ob der Schatten irgendwie... keine Ahnung, was das ist. Oder ist der irgendwo... Oh, ich weiß es nicht. Naja, Leute. Machen wir Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich... Oh, ja. Ich fahre gleich mal weiter. Würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und sage gerne mal bis zum nächsten Mal und tschüss.